Herzlich willkommen bei Nostradamus Analytics. Wenn du möchtest, dass dein Portfolio im nächsten Bullrun ein X100 macht, musst du diesen Kanal abonnieren, du musst teilen, liken, verbreiten und ganz wichtig, haut doch mal in die Kommentare, was ihr gerne hier in Zukunft sehen möchtet. Wir möchten das hier gemeinsam gestalten. Ich danke jedem für alles. Wir sehen uns in Zukunft. Hey, haut rein. Peace! Was geht ab? Liebe Leute, die Ereignisse überschlagen. Ich versuche das hier alles unter einen Hut zu bekommen. Wir hatten gerade die CPI-Daten. Ich habe gesagt, dann warten wir ab. Um 15.30 Uhr ist aber New York Stock Exchange Open. Da wollen wir auch rein. Und jetzt gerade sehen wir hier einen kleinen Ansatz, den Gold Long zu erwischen. CPI-Daten waren recht durchwachsen. Gold ist komplett runtergeschrottet. Warum sage ich das? Nur um mal eben zu zeigen, BTC hat nämlich auch auf die Daten reagiert. Natürlich nicht ganz so impulsiv jetzt wie Gold oder generell der Forex-Markt, auch wenn man sich die US-Indizes anguckt. Das ist schon crazy. Er hat hier diese steile Liquidität aufgebaut, der Bruder. Wir können mal eben schauen, was sich seit gestern getan hat bei den guten Kollegen. Wir hatten ja gesagt, hier unten ist dieses CME-Gap, hier Montag Nacht ist es. Hier ungefähr haben wir das CME-Gap. Das ist immer noch der Magnet für den Kurs, wo wir hinlaufen können. Und aktuell sieht es ja auch so aus, wir hatten diesen Abprall. Jetzt hatten wir im 4-Stunden-Chart so den Ansatz hier zu halten und hier wollen wir jetzt einmal zurückgedrückt, Liquidität gezogen worden, wieder nach oben gepusht. Jetzt sehen wir, dass der nächste Wick der Kerze auch schon wieder gebrochen ist. Gleichzeitig haben wir hier den Widerstand gebildet. Oh. Wir sind nämlich in Gold drin jetzt. Guck mal, wie perfekt gespielt. Den werden wir jetzt während dieser Aufnahme live betreuen. Der Einsatz war, das Ding war einfach, wir sind in diesem riesigen Block gelaufen nach diesen CPI-Daten, der hier ganz drüben ist, und sind jetzt gerade pipgenau reingelaufen, hatten hier diesen kurzen Ausbruch darüber. Perfekt wäre es gewesen, hätten wir komplett über die Highs gebrochen. Jetzt hatten wir dieses Pullback SL unter diesen Wicks und jetzt hoffen wir einfach auf eine impulsive Bewegung, um hier schnell Meter zu machen. So. Dann wieder zurück zu dem guten Bruder. Hier hatten wir nämlich diesen News-Impuls, 14.30 Uhr. Einmal nach unten geschossen, hat diesen Wick auch wieder gefüllt und hat jetzt eine ähnliche Price-Action, weil wir uns auch genau an diesem Block hier halten. Wir schauen es dir mal im Kleineren an. Im Größeren, im M30 ist es jetzt halt, ja, er sieht nicht schön aus. Ne? Ich hatte jetzt hier im Discord, haben wir gesagt, hier eine steile Shady Trendlinie haben wir. Die hat er sich jetzt reingeschlürft, hat er so komplett absorbiert. Okay, das war jetzt nicht der heftigste Move, muss man halt ganz ehrlich sagen. Was wir jetzt noch zu erwarten haben, ist, okay, die Daten waren durchwachsen. Wir sehen diesen, ich mach mal das weg und das weg. Wir bleiben nämlich mal ganz clean und sauber. Da oben ist das Weekly High, was noch interessant für uns wäre. Lassen es einfach mal so. Haben hier das Gap. Wir haben jetzt, nach gestern, hatten wir ein neues, warte, mach mal so, ein neues Daily High gebildet. Das hier war das Daily Low. Jetzt, anhand der Kerzen, haben wir ein nicht neues Daily Low, nämlich ein Lower High vielleicht gebildet. Und das vorherige, hier ein Lower High und hier ein neues Tief gemacht, also ein Lower Low. Das jetzt nur anhand der beiden Daily Kerzen, die so ein bisschen zu spiegeln, dass man sagt, okay, High, Low, Lower High, Lower Low, könnte es dann heißen, dass wir nochmal hier hinkommen und dann vielleicht dieses Gap füllen. Das ist jetzt halt dieses Abstrakte der Kerzen als Marktstruktur einfach zusammengefächert, dass das, damit man das versteht, was ich überhaupt für einen Kram mache. Das bedeutet nämlich für uns, wir haben wieder, wie immer, diese beiden Szenarien. Wir haben hier dieses 4-Stunden-Level, was ja gerade anscheinend interessant für den Bruder ist, so wie er sich hier hält und die ganze Zeit, wie er zurückgedrückt wird. Das hat ja anscheinend eine Relevanz für den Kollegen. Wenn wir dann in den Stundenchart gehen, sehen wir halt, ja, er kommt weiter runter, dröppelt darum. Hier sieht man auch, Montag 17 Uhr, ja, okay, das war dieser Impuls, aber für mich ist halt dieses Gap, was wir auf der CME-Börse hatten, was wir hier hatten, ist für mich halt eigentlich das Aussagekräftigere hier. Und dieses große Gap, das müssen wir uns holen. Hier auf der CME-Börse sieht man auch, Level genau gespielt, ist einmal drunter gekommen und bounce jetzt weg. Plus er hat halt auch natürlich diese steile Liquidität, was dafür sorgen kann, dass der Bruder hier runtergeht.
Das zur aktuellen Lage. Wenn wir jetzt wieder weitergehen und sagen, was muss denn jetzt passieren auf der anderen Seite? Weil wir können ja nicht nur sagen, okay, der muss jetzt darunter. Was ist auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite haben wir diese Supportbildung. Und ich sage das hier, weil es jetzt auch schon die dritte 4-Stunden-Kerze ist, die da drüber hält. Hier muss jetzt erstmal eine 4-Stunden-Kerze drunter schließen, die dann uns bestätigt, okay, hier ist offiziell, ist ein Breakout oder noch nicht offiziell, es könnte noch ein Fakeout sein, aber wir gehen dann eher davon aus, dass wir sagen, okay, der Bruder hat hier drunter geschlossen, das wäre ein starkes Zeichen, nur anhand der Kerzenkunde, ne, dass wir sagen, okay, hier drunter eine H4-Kerze oder schon unter diesem 56,5, maximal perfekt wäre natürlich 56,100, aber wir können es halt auch nicht immer aussuchen. Also wenn jetzt hier eine fette Kerze so drunter schließt, also auch schon über, so unter diesen Bereichen hier, dann, oh mein Gott, Gold zieht schon los, perfekt. Das finde ich schön, dass wir das hier live dokumentieren, das ist auch gar nicht stressig oder so. Aber wenn wir jetzt sehen, hier schließt er schon drunter, dann haben wir einen starken Move, dass wir direkt wieder den Wick nach unten laufen. Ich muss das mal eben zeigen, bevor mir das wieder keiner glaubt. Sehr schön, dass wir das hier alles parallel machen. Ich habe ja auch gesagt, wenn wir mal live gehen, guck mal hier nach den CPI-Daten. Das ist einfach der Minutenchart. Er hat seine Level gespielt. Kleiner SL. Wir sind jetzt hier bei einem 1:2. Hätte natürlich Luft bis zu diesem Level. Aber wir sagen immer beim 1:2 schon mal SL auf Break-Even oder schon mal ein paar Schäfchen ins Trockene bringen, Teilprofite, was auch immer. Aber es ist wichtig, dass wir immer dasselbe machen. Und hier sieht man, wie simpel das eigentlich sein kann. So, wieder zurückgesteppt. Tut mir leid, dass heute etwas durcheinander ist. Aber so ist es halt manchmal im Markt, ne? Wir müssen alles unter einen Hut bringen. Und es war mir auch wichtig, dass wir jetzt nach den Wirtschaftsdaten hier nochmal eben zusammen drauf schauen. Denn was halt stark ist, dass wir uns hier die ganze Zeit noch halten. Er bricht ja noch nicht nach unten aus und hat dadurch automatisch noch Luft. 57, 400 irgendwas oder 500 bis zu der Oberkante. So, dazwischen könnte der Bre jetzt auch nochmal hier einfach eine Price Action von links nach rechts hangeln. Und dann erst droppen. Das heißt, nur wenn er jetzt hier Gas gibt, diese geflippte Kerze nach oben drückt und weiter bullish wird, das heißt noch nicht, dass BTC es ausbricht. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen da nicht in FOMO verfallen. Das ist das Einzige, was mir gefällt. Viele Wicks nach unten. Das ist für uns das Zeichen, dass hier zumindest gerade gekauft wird und jetzt gerade hier nicht weitergeht. Wir müssen jetzt halt abwarten, denn erst optimistisch sind wir, hatte ich gestern gesagt, ab den Weekly High. Und jetzt sieht man schon wieder, wir haben uns davon halt entfernt. Jetzt ist es die 58.000, die wichtig ist, und darüber dann bis zur 60k. Dazwischen wird es erstmal dieses Gap hier unten füllen. So, das ist nur, damit ihr wisst, hier diese Range hat hier diesen Support, wo am besten eine 4-Stunden-Kerze drunter schließen sollte. Aber laufen wir nach oben, passt auf, hier oben ist direkt das nächste Level, 57, 700 ungefähr, wo wir uns halten können. Nur damit man ein bisschen Struktur in dem ganzen Bums hier hat und damit wir wissen, wovon wir sprechen. Ich hoffe, es bringt ein wenig Übersicht. Er ist ein bisschen angeschlagen, aber wir schauen, wie es weitergeht. Ich halte euch natürlich up to date und ich würde sagen, wir hören uns bis dahin. Peace.